Ich muss ja auch mal was für den Unterricht machen, deshalb bin ich in der Bibliothek und wir sollen für unsere nächste Aufgabe, dass wir zum Unterricht von Professor Weasley können, noch ein paar Aufgaben erledigen. Und zwar Wieder das. mal auf Abenteuertour? Nee, heute nicht, heute auf Büchertour. Wir sollen nämlich die Handbuchseiten finden. Dafür gibt es zwei Sachen. Wir müssen ja immer meistens irgendwas machen, bevor wir den Unterricht besuchen dürfen. Schon brutal. Den Unterricht besuchen dürfen. Ah, okay. Kein Kommentar. Nämlich Professor Weasleys Aufgabe und wir sollen die Handbuchseiten zum unterirdischen Hafen sammeln und hier die Handbuchseite im Buch Verwandlung, die Zwischenstufen in der Bibliothek. Soll hier irgendwo sein? Dann gehen wir mal auf die Suche. Vielleicht ist das Buch, das ich für Professor Weasley holen soll, oben. Kann gut sein. Geht's hier denn nochmal hoch? Da. Ich stand gerade bei den Treppen. Naja. Warum auch nicht? Was war da? Revelio. Da war doch gerade was. Und hier steht noch was zu dem Gemälde. War doch schon mal in der Bibliothek. Dann habe ich das gar nicht betrachtet. Der alte Bibliothekar. Hier ist einer der ersten Bibliothekare, eieiei, von Hogwarts verewigt. Offenbar duldet er lärmende Schüler nicht und war dafür bekannt, beim leisesten Niesen großzügig den Schweigezauber anzuwenden. Den könnt ihr auch gebrauchen. Das denkt ihr wahrscheinlich. Ihr könnt aber auch einfach die Lautstärke ausdrehen, wenn ich zu viel sabbel. Ah, sagen wir mal so. Dieses Buch, um das mich Professor Weasley bat, sollte hier irgendwo sein. Echt hier? Sollte das sein? Revelio, suchst du das Buch Verwandlung, die Zwischenstufen? Ja, Sophronia. Sophronia, du hast auch noch was. Ich habe noch was gut bei dir. Professor Weasley hat mich um etwas aus diesem Buch gebeten. Darf ich es haben? Ist das so? Ich gebe dir das Buch, wenn du so nett bist und ein paar meiner Quizfragen beantwortest. Quizfragen? Manche Leute nennen Wissenshappen Trivialitäten. Ich finde, kein Wissen ist trivial. Deshalb habe ich ein kleines Quiz erstellt. Nur zum Spaß. Es geht hauptsächlich um Überlieferungen der Zaubererwelt. Nur zum Niemand Spaß. sonst will es versuchen, egal wie oft ich frage. Ach. Alle sagen, sie haben mit den Schulaufgaben genug zu tun. Ach. Sie legen nicht so viel Wert auf Wissen wie ich. Du bist doch sicher interessiert. Ich fange auch mit ein paar meiner einfachsten Fragen an. Na klar. Wenn ich nur so das Buch von dir bekomme, dann bringen wir es eben hinter uns. Großartig. Nur noch ein paar Fragen und dann gebe ich dir das Buch. Fangen wir an. Welches magische Wesen wurde vor der Erfindung des goldenen Schnatzes beim Quidditch verwendet? Gibt es Schläge, wenn man falsch antwortet? Der goldene Schnatz. Richtig! Der Schnatzer wurde erstmals 1269 von einem Zauberer namens Barbarus Bracken Quidditch eingeführt. Leider gelten sie als ausgestorben. Nächste Frage. Welcher Trank wird häufig als flüssiges Glück bezeichnet? Sag mal, wer weiß das nicht? Felix Felicis. Gut gemacht. Da er dem Trinkenden vorübergehend Glück bringt, ist Felix Felicis bei allen organisierten Wettbewerben verboten. Ja. Um welche magischen Artefakte geht es im Märchen von den drei Brüdern? Heiligtümer des Todes. Richtig. Laut Beedle dem Barden bestehen die Heiligtümer des Todes aus dem Elderstab, dem Stein der Auferstehung und dem Tarnumhang. Welcher Ball im Quidditch ist der größte? Der Quaffel. Das stimmt. Wenn ein Jäger den Quaffel in einem Quidditch-Spiel durch einen der drei Reifen wirft, bekommt seine Mannschaft 10 Punkte. Wahr oder falsch? Der Vielsafttrank erlaubt es, die Spezies zu wechseln. Nein. Falsch. Korrekt. Der Vielsafttrank kann zwar Dinge wie Alter oder Aussehen verändern, allerdings nicht die Spezies. So, ich denke, das reicht langsam. Ach. Ich lege das Buch jetzt wieder auf sein Podest.
Wenn du dein Wissen noch einmal testen möchtest, kann ich dir noch viele weitere Fragen stellen. Und ich werde dir auch keine leichten Fragen mehr geben. Die nächsten werden schwieriger. Ich habe gerade keine Zeit für ein Quiz. Sag Bescheid, wenn du bereit bist. Klar. Ja. Ich habe das Buch zurück auf das Podest gelegt. Mit Revelio sollte das schnell gehen. Die Sache ist halt die, ich glaube, also die Fragen waren sowas von easy, also selbst wenn man nur die Filme geguckt hat, weiß man's. Und ich glaube, wenn man nochmal dieses Quiz macht, also mit den schwierigeren Fragen, aber trotzdem fand ich es gerade irgendwie ein bisschen überflüssig, weil das weiß man doch. Revelio. Oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich weiß es halt. Das wär, man weiß es doch, oder? Hm. Buch über Verwandlung. Die Zwischenstufen. Dieses Buch soll Schülern helfen, die sich mit komplizierten Arten der Verwandlung beschäftigen möchten. Professor Weasley empfiehlt es oft in ihren fortgeschrittenen Schülern, als leichte Lektüre. Danke. Perfekt. Dann haben wir das und jetzt müssen wir noch wegen dem unterirdischen Hafen das machen. Kann ich? Ach, man kann ja hier nicht rüberspringen. Man muss ja die Treppe nehmen. Man darf hier nicht todesmutig irgendwo runterspringen. Das ist aber eine langweilige Bibliothek. Mich wundert es, weil Sinfonia, also wir haben ja auch für sie eine Aufgabe gemacht, nicht wahr? Sie mir nicht einfach so das Buch aushändigen können. Warum ging das jetzt nicht? Naja. Wahrscheinlich damit man nochmal, ich glaube, damit noch so diese, nenne ich es mal, mit so eingeblendet werden oder so, dass man sich freut, dass es halt auch solche Sachen vielleicht hier verarbeitet wurden. So eine Fakten. Vivis Spiel ist das Beste, weit und breit. Die es einfach gibt. Also Winter sieht aber auch wirklich immer sehr, sehr schön aus hier. Also, finde ich. Warum sind die Dinger nicht an? Bombarda! Ich habe das Rätsel ja schon gelöst gehabt. Mit dem Interagieren muss ich die noch anzünden. Wir zünden die mal noch an. Ich irritiere. Mich irritiert das. Also das Rätsel hat man schon gelöst gehabt. Das wird hier aber ein bisschen heikel, was ich wie benutzen möchte. Vielleicht doch nicht Bombarda. Spaliamus! Wie denn? Ich habe das Falsche genommen. Ich habe mich schon gewundert. Sage mal. Von Fringo wollte ich doch. Na dran, aber auch nicht. Fringo. Ja. Finden wir das mal an. Damit es ja auch ordentlich ist. Das Rätsel hatte ich aber schon gelöst gehabt. Also die Dinger, die hatten wir schon gedreht gehabt. Schön. Wir wollen doch schließlich die Umgebung draußen auch wärmen. War kein Problem. Unterirdischer Hafen. Können wir uns in den drei Besen treffen? Seit wir den Drachen aus der Hornschwanzhalle gerettet haben, ist es vielleicht endlich sicher. Klar. Ich war noch nie beim Hafen. Eigentlich ganz cool, dass wir jetzt auch mal hier sind. Da habe ich es echt bisher noch nicht hingeschafft. Das ist also der unterirdische Hafen. Hm. Cool. Finde ich aber auch cool, dass sie das hier eingebaut haben. Die graue Dame. Ich würde ihr Hallo sagen, aber sie wirkt nicht sehr gesellig. Das ist auch cool, dass sie dabei ist. Revelio. Unterirdischer Hafen. Tief unter dem Viadukthof befinden sich die Anlegestelle für die Boote, das die Erstklässler über den großen See nach Hogwarts bringen. Die Erstklässler über den großen See nach Hogwarts bringen. Ich habe gerade was anderes gelesen, oder?
Professor Weasleys Aufgaben sind fertig. Ich sollte zum Verwandlungsunterricht. Ja, da gehen wir auch gleich hin. Wir machen ja hier schön immer unsere Hausaufgaben. Ist klar, nicht? Ist klar. Ja, man muss auch erst die Hausaufgaben machen, bevor man zum Unterricht darf. Um das nochmal zu betonen. Ich wollte ja nur sagen. Na dann. Zum Unterricht. Und danach weiß ich nicht, ob wir mit Poppy dann einmal das klären. Ich glaube aber, Poppy ist bestimmt wieder als Hauptgeschichte. Ich wollte erstmal nochmal hier unter einen Zauberspruch bin. Und soll ich nachher 5 Millionen Hausaufgaben und Quests aufnehmen? Ich würde auch ganz gerne, wir haben theoretisch... Okay, das bleibt einfach nicht an. Wir haben ja theoretisch noch die... Story-Reihe, nehme ich mal an, mit Nati. Aber ich will nicht zwei Story-Reihen nochmal parallel haben, weil ich eigentlich ganz gerne die mit Sebastian weitermachen würde. Weil es sind so viele Sachen parallel. Und ich würde gerne so das eine so ein bisschen abgehakt haben. Diese Einzelquest zwischendurch, okay. Aber wenn ich jetzt zu der Hauptstory, den Einzelquest, eine Story-Reihe, noch die zweite Story-Reihe anfange, fände ich halt ein bisschen blöde. Also... Bitte ich. So, jeder ist da natürlich anders. Ist hier noch eine Kiste? Da komme ich noch nicht hin, okay. Aber ich habe gerade gedacht, es wäre Deke. Deke. Darf man die Hauselfen nicht sehen oder warum verschwinden die? Ja. Verwandlungsunterricht. Am Tag besuchen. Ich möchte aber ganz gerne in der Nacht zum Unterricht. Verschwindet er auch? Ja. Okay, Hauselfen verschwinden. Rebellio. Dann. Aber sie arbeitet in der Nacht. Teilweise Verwandlung. Sie hat mich ja so geil mit dem Rattenschwanz. Diese teilweise verwandelte Teetasse, vermutlich der bald korrigierte Fehler eines Zweitklässlers, dient als abschreckendes Beispiel für diejenigen, die die Komplexität und die Gefahren der Verwandlung nicht ernst nehmen. Das ist so geil, die Anspielung. Die Anspielung ist echt geil. Also, ja, 100 Jahre davor, aber ich finde es cool, besonders weil es der korrigierte Fehler eines Zweitklässlers war, der Ron war ja dann Zweitklässler mit dem kaputten Zauberstab. Egal. Konzentration. Da hinten ist noch eine Kiste. Ich war nämlich in dem Unterrichtsraum hier noch gar nicht bei ihr. Ich finde es nur lustig, dass sie auf jeden Fall arbeitet. In der Nacht und nicht schläft. Das heißt, sie ist immer hier zu finden, nehme ich mal an. Wir müssen aber kurz warten. Hier gibt es nicht diesen Kreis, wo man sich manchmal reinstellen kann zum Warten. Unterricht. Ich freue mich zu sehr. Ja, Verwandlung ist schon cool. Ruhe bitte. Ruhe bitte. Bin zu spät. Verwandlung, das können Sie sicher nicht mehr hören, ist eine Wissenschaft, die ewiges Üben erfordert. Mhm. Aber seien Sie unbesorgt. Es kann fast alles verwandelt werden, wenn man nur das Potenzial darin erkennt. Wie das immense Potenzial, das ich in Ihnen allen sehe, wie Sie hier vor mir stehen. Vielleicht sehe ich auch nur schlecht. Ja, wohl eher das. Nun, Sie wissen, was zu tun ist. Okay, wir lernen jetzt aber alle im Unterricht den Verwandlungszauber. Das finde ich cool, weil sonst ist es immer so, dass es mir alleine beigebracht wird. Das finde ich jetzt viel cooler. Und ich hoffe, irgendjemand passiert irgendwas. Das finde ich nice. Ich hoffe. Halb verkackt, trotzdem geschafft. Und? Schmetterling, Motte...
ein fliegendes Insekt. Wundervoll gemacht. Transformation. Neuen Zauber freigeschaltet. Okay. Jetzt müssen wir noch kurz mit dir reden. Wahrscheinlich erzählt sie mir noch was darüber. Sie wollten meinen bisherigen Fortschritt besprechen, Professor. Ja, Sie scheinen sich ohne Schwierigkeiten eingearbeitet zu haben. Und Sie haben in diesem Jahr hervorragende Leistungen gezeigt. Freut mich. Ich weiß aber nicht, ob ich all die Zusatzaufgaben gebraucht habe. Ich weiß, dass Sie ohne sie nicht so erfolgreich gewesen wären. Wie es scheint, haben Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Ihr Handbuch bietet, gut genutzt. Natürlich ist das Handbuch nicht der einzige Maßstab. Dieg sagt, dass Sie ein Einhorn gefangen und es in den Raum der Wünsche gebracht haben. Ein so seltenes Tier zu schützen, ist eine Leistung, auf die Sie sehr stolz sein können. Vielen Dank, Professor. Ich muss sagen, dass ich besonders beeindruckt bin von dem, was Sie erreicht haben, angesichts der Gerüchte über Ihre außerschulischen Aktivitäten. Hatte Ihr längeres Gespräch mit Mr. Ollivander, nachdem Sie Ihren Zauberstab erhalten hatten, oder die anschließende Durchsuchung der Eulerei mit Professor Fig zu tun? Nicht doch. Ich rede nur gern mit Mr. Ollivander. Zauberstabkunde fasziniert mich. Und ich war noch nie in der Eulerei. Viel zu unordentlich. Verstehe. Ich bewundere Ihre Lernbegeisterung. Aber denken Sie bitte daran, dass Ihre Klassenarbeit und Ihr Handbuch Sie umfassend unterrichten sollen. Das Jahr ist bald zu Ende und Sie wollen sich sicher gut auf Ihre ZAGs vorbereiten. Na klar. Zuvor stelle ich aber mit einer Abschlussbeurteilung sicher, dass Sie bereit sind. Ach, bis Scheiße. Dahin, gut gemacht. Sie können gehen. Okay. Haben wir erledigt? Achso, wir könnten den Zauber einmal ausprobieren. Würde ich nochmal kurz machen. Vielleicht brauche ich doch den nächsten Zauberstack, wenn es so weitergeht. Ich sag's euch. Wo ist der jetzt? Da. Seit Feldcraft ist mir etwas über das Triptychon klar geworden. Treffen wir uns am Aussichtspunkt nördlich des verbotenen Waldes und ich erkläre es dir. Okay. Mein Plan mit dem Helm hat nicht funktioniert. Aber ich habe noch einen. Wir finden, was wir brauchen in einer Koboldmine südlich von Hogwarts. Kommen Sie dorthin mit jemandem, der Koboldogak spricht. Es können jetzt nicht so viele. Okay, es kamen mal wieder ein paar Sprachnachrichten rein. Und jetzt hat sich Sebastian mal wieder gemeldet. Sehr gut, dann können wir nämlich diese Questreihe weitermachen. Und ich glaube, die würde ich auch als nächstes weitermachen. Was kam denn hier gerade rein? Im Schatten der Mine. Ich weiß jetzt nicht, ob es diese Questreihe ist oder nicht. Dann alles nur... Genau, das ist ja die Sache, dass wir mehr Infos wegen den Kobolden brauchen. Das ist auf jeden Fall Hauptstory. Das wird jetzt auch als Hauptstory markiert, was Sebastian möchte. Und nicht mehr hier unten mit den Sachen. Aber mit Poppy ist das jetzt eine Nebenmission. Das ist echt ziemlich verwirrend. Wir könnten auch natürlich erstmal das mit Poppy nochmal machen, wegen den Drachen, weil das hatten wir die Folge davor. Okay, würde ich einmal kurz mal mit Poppy sprechen und fragen, was Phase ist. Das würde ich jetzt auch machen. Das ging ja doch relativ fix hier mit dem Unterricht. Dann quatschen wir doch mal mit Poppy. Und danach machen wir dann die Sache mit Sebastian. Ist sie denn in den drei Besen? Ja. Okay, quatschen wir mal mit Poppy. Dann sollte das funktionieren. Also hoffe ich. Wieso gibt es im Ladebildschirm keine Mucke? Theoretisch reden die auf Deutsch. Ich hatte aber einmal schon, dass sie auch auf Englisch gesprochen haben, was für mich nicht schlimm ist. Dem alten Sprücheklopfer werde ich's zeigen.
Das ist eine Extra-Quest. Dem alten Sprücheklopfer werde ich zeigen. Ja, ja, mein Lieber. Ich auch. Hoffe, ich ist wohl hier drin. In den drei Besen. Ja, habe ich was übersehen? An dem Kamin? Revelio! Die drei Besen. Ich hatte aber schon mal eine Handbuchseite zu den drei Besen. Egal. Das Wirtshaus Drei Besen, das derzeit von Sirona Ryan geführt wird und angeblich so alt ist wie Hogsmeade selbst, ist seit langem ein Treffpunkt für Dorfbewohner und Hogwarts-Schüler, die ein Butterbier oder ein Feuerwhisky genießen möchten. Hogwarts-Schüler, die ein Feuerwhisky genießen wollen? Oh. Auf jeden Fall. Immer doch. Gar kein Ding. Okay, reden wir mit ihr. Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin! Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Ja. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist er hinter dir her? Also eigentlich ist er hinter mir her, weil ich war auf dem Schloss, bestimmt. Wenn es für dich in Ordnung ist, behalte ich das für mich. Zumindest fürs Erste. Verstanden. Jeder hat sein Geheimnis. Ja. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Okay. Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. Gut. Da haben wir jetzt auch noch mit Poppy gesprochen. Dann müsste das jetzt raus sein. Ja, das ist jetzt raus, was da noch drin war. Gut. Das Bild hat nicht richtig beendet, weil das quasi nur so die Vorbotschaft ist, bevor es weitergeht. Na dann, Leute. War es mir heute ein zauberhaftes Blumenpflücken. Ciao.